Servus Leute, wir sind wieder zurück bei Far Cry 4 bei der Opium Farm. Ich hoffe, wir kommen da jetzt langsam voran. Brennt der? Ich glaube, der brennt, oder? Okay, das ist nicht gut. Renne mal darüber. Wir müssen nämlich das komische, ich glaube, die da kurz anzünden. Hat das gereicht? Ich glaube schon, das war's schon. So, dann werden wir wieder auf die Waffe wechseln. Boah, ist das wahnsinnig da. Das Schlimme ist, ich weiß ja nicht einmal, wo ich genau hingehen soll, am sinnvollsten. Opiumstapel 0, Felder verbrannt 2 von 4, okay. Kommst du darauf? Klettern bitte, ja, danke. Ich brauche nämlich unbedingt jetzt ein bisschen Munition. Ich weiß nicht, sind das so Opiumstapel? Bin mir da nicht sicher. So. Dann klettert. Ich wollte eigentlich nicht drauf, ich wollte da rein. Aber irgendwie. Okay, da kam ich eh nicht weiter. Einmal aufmunitionieren. Schnell. Nämlich diese Waffe hier. 180 Schuss jetzt wieder. Das kann es nicht geben, dass die. Gehen wir mal da rein. Takedown war das jetzt. Genau, schön. So, wieder rein. Ihr kommt jetzt alle schön darauf. Nacheinander Headshots geben. Ist jetzt nicht viel anders. Boah, den habe ich jetzt schön getroffen. Den hat es gleich aufgezahlt. So, kommt's noch einmal. Gebietet finde ich da keinen. Jetzt finde ich die depperten Arschlöcher nicht. Ich weiß ja nicht einmal, was ich alles zerstören muss. Der war's einmal. Das war mal einer, da war aber noch ein zweiter. Aber der schaut, wie wenn er reingelaufen wäre aus. Oder ist er hintere gelaufen? Takedown. Wow, Latex-Handschuhe, für was wir die brauchen, den mich auch gern wissen. Beziehungsweise verkaufen wir ja eh gleich. So, und jetzt müsste da noch irgendwo ein Typ sein. Wo? Ach Gott, jetzt ist er. Das war der letzte. So, und jetzt müssen wir mal schauen. Wir werden uns jetzt einmal den Flammenwerfer nehmen. Ich glaube, das sollte reichen. Glänzende Drogenstapel müssen verbrannt werden. Glänzende Drogenstapel, okay. Ich habe keine Ahnung, was glänzende Drogenstapel sind. Und wieso kann ich den nicht ausschalten? Okay, den habe ich jetzt mal ausgeschalten. Den muss ich zerstören. Ich hoffe, der wird jetzt irgendwann in die Luft fliegen.
dass ihm das gereicht hat schon langsam. So, das sollte vielleicht auch weggehen. Nicht, dass das in die Luft fliegt, das Rohr. Halt das komische Fass. So, jetzt werden wir mal schauen, keine Ahnung. Ich finde die komischen. So, schalten wir mal aus. Perfekt. So, 3 von 4 Feldern verbrannt. Holen wir sich jetzt einmal die Kiste da. Ups, brauchen wir nicht. Eh halten, um zu durchsuchen, das reicht. Die andere holen wir da nicht, die ist ein bisschen woanders. So, aber ich weiß nicht. Das Feld hier muss ich zerstören. Ich hoffe, das reicht jetzt, dass sich das selber vernichtet. Und wir müssen da irgendwelche Drogen... Da war noch einer. Wo warst du? Scheiße. Ich weiß jetzt nicht, was für Drogenstapel ich da machen muss. Opiumstapel, 0 von 9 Stück. Die sind alle da in der Mitte. So. Werden wir mal schauen, ob wir da reinkommen, irgendwo. Leuchtende. Wahrscheinlich die Kisten, oder? Ja, die leuchten zumindest. So. Boah, da hätte ich nicht daneben stehen sollen. Das war jetzt nicht gut. Hätte ich mich jetzt gerade selber vernichtet fast. So, vier Stapel, das haben wir. Heil dich gleich noch einmal. Keine Ahnung, ob du dich nachher noch einmal heilen kannst. Da unten sind noch die. Ich glaube, wir gehen gleich einmal auf die Waffe. Boah, jetzt kommen. Nein, jetzt kommen die da. Die haben auch alle ausgeschalten. Da unten ist einer. Schöner Heady. Du stehst da um die Ecke. Haben dich auch schön ausgeschalten. So, warte mal, da haben wir jetzt Punkte noch angegeben. Hat das nicht gereicht? Oh ja. So, wo ist das nächste Punkt? Auf der anderen Seite irgendwo. Vorsicht, Explosion. Brennt es nieder, Mission beendet. Perfekt, perfekt, perfekt. So war es, so hat es sein sollen. Jetzt wird sie sich sicher gleich wieder beschweren. Was mir einfällt, dass ich da ihm helfe und dass das nicht geht und dass sie doch viel besser ist und... Ja, Drogen sind kein Spaß, es soll weniger nehmen davon. Die Felder sind verbrannt. Ich wünschte, ich hätte sie brennen sehen. Dein Vater hat nicht nur für das Volk gekämpft, Bruder. Er versucht auch, das Land zu bewahren. Unsere Seelen sind mit dem Land und den Bergen verbunden. Das kann Amita einfach nicht verstehen. Jo, und das kann sie nicht verstehen, das stimmt. Aber irgendwo sollte es hier noch eine Kiste geben. Da ist sie. So, dann haben wir mal die da. Beutetasche fast voll. Das bedeutet, wir werden uns jetzt nachher teleporten zu einem Punkt. Aber zuerst hole ich mir da noch den, die eine Kiste. Ah, nein, da drüben ist auch noch eine Kiste. Wieso tauchen die manchmal erst so spät auf? Nein. Wo ist die verdammte Kiste? Bin ich blind? Da ist sie. So, und da drüben war noch eine. Die werden wir sicher auch noch holen. Jetzt schauen wir kurz auf die Karte, ob noch irgendwas in der Nähe gleich ist.
am Kistenzeug. So. Okay, indem jetzt noch die da und die da herüben. Machen wir zuerst die da herüben. Die ist nicht so weit weg. Und die eine Kiste holen wir sich auch noch da drüben. Dass ich einfach hier jetzt, wo die, da werde ich wahrscheinlich nicht mehr so viel herkommen. Schätze ich einmal. Deswegen werden wir das. Okay, ob das jetzt gut wird, das weiß ich nicht. In das Opiumfeld, in das Verbrannte. So, und jetzt den letzten noch. Der ist da drüben. 160 Meter. Sind wir ja gleich dort. Perfekt, wieder ein Abschnitt fertig gemacht. Und Kyrat vor dem Bösen befreien, halt vor den Drogen. Drogen sind ganz was Schlechtes. Ja, keine Ahnung halt. Was hast du jetzt auf einmal gemacht? Bin ja ganz woanders gewesen, aber okay, bin ich schneller da. Das sind Schweine, oder? Was sind da jetzt? Ist das Wildschwein? Ah, ist ein Wildschwein, okay. Wir hätten nämlich gebraucht Schweine heute noch immer. Die weiß ich auch noch immer nicht, wo sie sind. Komme ich darauf? Ja, perfekt. So. Und dort oben haben wir noch einmal ein grünes Blatt. Durchsuchen nicht mehr, Beutetasche voll. Das ist mir wurscht. So, da haben wir eigentlich, soweit ich sehe, alles abgeschlossen. Deswegen werden wir uns jetzt einmal wieder in irgendeine Stadt teleportieren. Ich bin mir noch nicht sicher, wohin. Ja, ist wurscht, gehen wir mal in die Hauptstadt wieder. Vielleicht finde ich da irgendwelche Schweine. Keine Ahnung. Die eine war ja Schweinezüchterin, glaube ich. Die Wölfe greifen sie an oder so irgendwas, aber ich weiß nicht mehr, wo das genau war. Vielleicht hätte ich dort Schweine bekommen. So, jetzt müssen wir mal, danke, Flammenwerfer freigeschalten, BKM freigeschalten, verkaufen. 200.000. So, wir haben gesagt, wir heben uns circa immer 5 Stück auf. Okay, warte mal. Blätter heben wir uns gar keine auf. Jagdfell, Nepalfell, bla 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 bla. Okay. Was wir aber auch noch gleich machen sollten, ist Munition nachfüllen und kaufen und anpassen. So, wir haben jetzt einmal unsere Hauptwaffe, diese hier. Da werden wir schauen, einmal, dass wir sich das erweiterte Magazin anbringen. Kann ich noch was? Anbringen nicht möglich. Erweitertes Magazin. Ja. Du kannst dich aber keinen weiteren Aufsatz hinzufügen, okay. Und wieso nicht? Rotpunkt. Läufe kann man da nicht. So, und jetzt bei unserem Scharfschützengewehr, das ist das. Ah nein, das haben wir nicht. Warte mal. Es gibt das SVD und dann gibt es noch ein besseres angeblich. Wie viel ist denn das? Das hat so. Das ist ja so ein Jagdgewehr, M700. Also wir kaufen uns das jetzt einmal. Würde ich sagen. Ja. Das rüsten wir nämlich einmal aus, statt dem Flammenwerfer. So, da kommt jetzt noch der Schallgedämpft. Schalldämpfer. Dann das bessere High-Power-Zielfernrohr und das erweiterte Magazin. Perfekt. Farbe. Nehmen wir die teuerste. Weil wir es haben. So, einzigartiges Munitionkarten. Gibt schon wieder neue Karten? Nein, gibt es nicht. Die haben wir alle gekauft. Dann wären wir Munition immer voll. Und ich sage, schauen wir mal raus. Ich hätte mich ja gerne mal in der Stadt noch ein bisschen umschauen, ob es da Schweine gibt irgendwo. Aber wir schauen zuerst noch auf da. Na, eben wollte ich eigentlich. Nämlich Herstellung. Oh, wir haben 7 Punkte, wir müssen was ausgeben. Messerwurf, die starte einen dicken anderen Gegner wirft. Einen Zweig gegenüber einen Gimbal auszuschalten, ja, das machen wir mal. Was haben wir da? Sofort nach einem Deckdown, WASD halten, um die Leiche zu packen. Okay, nein. Ziele, schieße mit der Seitenwaffe, während du eine Leiche bewegst. Die Leichen schwerer MG und Flamme beschützen können jetzt mit F bewegt werden. Stelle eine Spritze her, die physischen Schaden. Ja, wir machen da mal die Spritzen, dass ich verschiedene herstellen kann. Du kannst jetzt Sprengpfeiler, das machen wir auch, dass wir das kaufen können. Wir haben jetzt noch 3 Punkte. Und ich würde sagen,
Faustwaffen und Präzisionsgewehre können nun beim Zielen mit nachgeladen werden. Das haben wir schon, oder? Ja, das haben wir schon. Ja, es gibt eigentlich jetzt nichts, was ich unbedingt sage. Ich will das jetzt unbedingt jetzt sofort haben. Keine Ahnung. So, wir brauchen noch immer Waffengürtel, brauchen wir Honigdachsfälle. Dann sollten wir vielleicht mal schauen, wo wir einen Honigdachs finden. Oh, Dachs. Werden wir wahrscheinlich nicht irgendwo da gleich am Anfang finden, sondern eher woanders, keine Ahnung. Diese Jäger töten mit Pfeilen. Sie sind hervorragend geschützt. Ja, bin ich nicht, ich weiß sie. Wie schaut denn unsere neue Waffe jetzt eigentlich aus? Ah, okay, die kann ich jetzt nicht auswählen, weil ich noch zu weit drinnen bin in der Stadt. Okay, ja, die hat schon ein bisschen was. So, wo wollte ich jetzt eigentlich hin überhaupt? Bin jetzt gerade, ja, dann holen wir sich den einen Kristall da gerade noch, halt in eine Kiste. Halt, es ist da gerade am Anfang so. Und gehen dann einmal da hinauf, was da ist. Seid ihr ein bisschen deppert? Bist du wahnsinnig? Scheiße, ich hab vergessen, Spritzen zu kaufen. Nein, jetzt kommt da noch einmal ein Wützer. So eine dumme Wildsau. Das darf's nicht geben. Ja, aber wir schauen uns den Kristall unter da oben auf jeden Fall nicht mehr heute an, sondern erst morgen, wenn es wieder weitergeht bei einem neuen Part. Far Cry 4. Bis dann. Tschüss.